Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einem weiteren feiertäglichen Gipfelsieg. Heute treffen hier auf der Schmittenhöhe in Zell am See auf 2000 Meter Seehöhe zwei Menschen aufeinander, für die dieser Begriff Gipfelsieg unterschiedliche Bedeutung haben mag. Bruno Lemberger sitzt seit einem Arbeitsunfall vor 14 Jahren im Rollstuhl, führt aber dennoch seinen Bergbauernhof in Salzburg, und er trifft heute auf den Musiker und Komponisten Hubert von Geusern. Was heißt ein Gipfelsieg für diese beiden Männer? Was heißt es, Herausforderungen anzunehmen, Schwierigkeiten zu überwinden, Ziele zu erreichen, die unterschiedlich sein mögen in einem Leben mit oder ohne Handicap? Zusammengebracht hat die beiden Marianne Hengel vom Verein Roland Austria. Ein Gespräch über Aufgaben, über Lebenswege, über Schwierigkeiten und über die Anstrengungen des Aufstiegs. Ich bin froh, dass der Hubert uns die große Ehre schenkt, dass er heute mit uns einen besonderen Gipfelsieg erlebt. Und das gehört jetzt auch zu einem meiner Gipfelsiege. Und zwar wirklich das ganze Herze. Der Hubert von Geusern ist für mich deshalb ein ganz besonderer Gipfelsieger, und deshalb habe ich ihn auch eingeladen, weil er ein Mensch geblieben ist, trotz der Scheinwerfer und des Rampenlichts. Ja, ich freue mich heute besonders auf den Hubert von Geusern, weil mehrfach seine Lieder sehr berührend. Mein persönliches Lieblingslied von Hubert ist Brennt dort gut. Sehr aktuell ist es eigentlich, und der Text gibt mir einfach viel. Ja. Hast du nochmal Musik gemacht? Oder wie Gitarre spielen gelernt oder was? Ich bin gespannt, was da für Geschichten daherkommen. Also ein bisschen was kenne ich auch schon. Ich bin ein neugieriger Mensch, ich möchte immer was Neues erfahren. Den Bruno zeichnet aus, dass er einfach nicht aufgegeben hat. Er hat ganz andere Vorstellungen gehabt in seinem Leben, was er machen wird und wie er es machen wird. Er hat eben seine eigene Steilwand, die er erklimmt, in der er drinnen hängt und keine schlechte Figur macht. Bruno, mit der Gondel ist es hier möglich, auch für Rollstuhlfahrer raufzukommen auf die Schmittenhöhe. Da gibt es Gott sei Dank in Österreich einige Berge, wo das auch für Rollstuhlfahrer möglich ist. Was ist für dich ein Bergerlebnis im Vergleich zu der Zeit vor deinem Unfall? Na ja, vorher ist man eigentlich überall hingegangen, wo man wollen hat. Das war ganz problemlos. Und jetzt muss man schon darauf achten, dass es einfach möglich ist, überhaupt zu der Gondel zu kommen. Das ist da super gegangen mit dem Lift. Und wo man im Rollstuhl sitzt, da ist 10 cm Handicap. Mhm. Da ist es eine kleine Stufe, wenn du einen Lift siehst, eine Barriere. Und da ist das Ziel für mich nachher unerreichbar. Mhm. Wie sehr vermisst du das, nicht mehr auf einen Berg steigen zu können? Durch das, dass ich jetzt schon so lange im Rollstuhl bin, fühlt es mir eigentlich nicht mehr so. Man gewohnt sich dran und man nimmt einfach andere Ereignisse wahr, was jetzt auch mit Rollstuhl beginnt. Mhm. Jetzt gehe ich Skifahren, fahre mit dem Sessellift auf und gehe nicht mehr auf. Oder im Sommer fahre ich mit dem Traktor, so gut es geht. Und man muss halt mit dem zufrieden sein, was so erreichbar ist. Mhm. Wie hast du das Skifahren gelernt? Mit dem Rollstuhl, mit dem Monoski? Da hat mir ein Freund von mir gesagt, dass er das macht und dass das ganz problemlos geht. Und dann haben wir gedacht, ja, dass, wenn das so problemlos ist, probiere ich das auch.
Dann haben wir beim Braschberger Luis am Monoski ausgeglichen. Dann sind wir zum Babylift auf. Da ist mir wirklich ein wahnsinniges Torgefälle. Mhm. Da habe ich mich voll weh gehabt, kannst du nicht mehr sagen. Da bin ich ja 10-mal weh gekugelt. Dann habe ich wieder eine Pause gebraucht, einen anderen Tag wieder. Und das haben wir dann so gesteigert. Und unten dran ist es mir wirklich, jetzt bin ich gut. Jetzt komme ich sturzfrei rein. Dann habe ich meinen Schwager auf Königsleiten. Sessel lief auf, noch weit auf. Dann sind wir oben ausgestiegen. Dann bin ich meinen Ski weg und dann ist es voll dahingegangen. Da ist es ein Baum gestanden und eine Tofe, da bin ich zwischen raus. Dann habe ich mich hingehauen, weil da ist noch der Fels neu gegangen. Mhm. Dann bin ich gedacht, okay, jetzt, da hat es bei Schnee was. Der ist irgendwie ein Rutschiger, glaube ich. Mhm. Hubert, wie sehr gehört die körperliche Anstrengung für dich unmittelbar zu einem Berg, zu einem Gipfelerlebnis? Also zählt ein Gipfel, wenn man sich nicht wirklich angestrengt hat? Und wie sehr wird einem, wenn man sowas hört, dann klar, dass es auch ein Privileg ist, raufschnaufen zu dürfen? Naja, es ist eigentlich fast alles, was Glücksgefühle auslöst, auch mit Anstrengung verbunden. Nicht, weil es dann vorbei ist, sondern weil man dann wirklich das Gefühl hat, man hat es geschafft. Wenn einem was in den Schoß fällt, wenn man mit dem Hubschrauber einfach wo aufgeflogen wird auf einen Gipfel, ist es nicht dasselbe. Mhm. Das heißt, es ist immer schon auch so eine Überwindung gehört dazu. Etwas, wo man was nur flutscht, ist schon gut. Und man wünscht sich das eigentlich immer, dass alles flutschen darf. Aber wenn dann wirklich alles flutscht, wird es bald einmal, geht einem was an. Mhm. Und ich glaube, das ist für jeden ganz wichtig, dass er sich seine Ziele so steckt, dass sie eine Herausforderung sind. Wenn die Herausforderung zu groß ist, dann wird man deprimiert, wenn man es nicht und nicht erreicht. Und wenn sie zu niedrig ist, dann setzt die Langeweile ein. Bruno, du lebst heute sehr selbstständig. Du fährst Traktor, du fährst Auto selber, du hast einen besonders robusten Rollstuhl, auch für die Arbeit am Bauernhof. Dennoch bist du natürlich in gewisser Weise und in gewissen Situationen auch auf Hilfe angewiesen. Wie schwer war das zu erlernen, dass man die Hilfe anderer braucht? Das war für mich total ein schwieriger Lernprozess. Ich war vorher total selbstständig. Bin viel lange die Arbeit gegangen im Holz. Und unten ist es noch der Unfall eingetreten. Nachher liegst du im Bett, kannst dich nicht mehr bewegen. Und dann wirst du gewaschen, dann wirst du gefordert. Und du kannst nichts mehr machen. Und dann musst du bitte ein Dankeschön sagen für etwas, was zum Alltag gehört hat. Mhm. Und unten heißt, schafft man es dann wieder, dass man die Hände bewegen kann, wieder reden kann. Und dass man zurück nach Österreich kommt. Und das ist ungeheuer schwer. Mhm. Hubert, Hilfe anderer anzunehmen, auch für dich ein schwieriger Lernprozess? Ja, immer. Trotz der Erkenntnis, dass große Aufgaben nur im Team bewältigt werden können. Und ich bin ja auch ein geselliger Mensch. Das wissen jetzt nicht alle, aber eigentlich schon. Ich bin gern mit Leuten zusammen und mache was miteinander. Aber ich bin auch so erzogen worden, nur keine Hilfe annehmen, weil sonst bist du was schuldig. Mhm. Und du weißt das nicht, mit was für einer Gegenleistung da dann. Und darum ist am gescheitesten, du bist autark und brauchst davon niemand helfen lassen. Das ist die einzige Unabhängigkeit. Mhm. Und ich bin aufgewachsen in einer Familie. Mein Vater hat das Haus selber gebaut mit eigenen Händen. Seine Brüder haben ihm geholfen. Er hat seinen Brüdern bei ihren Häusern geholfen. Es ist nie ein Handwerk ins Haus gekommen, kein Installateur, kein Elektriker, nichts. Er hat sich alles selber gemacht. Mhm. Und da bin ich mir dann eigentlich als Kind vorgekommen, wie wenn ich zwei linke Hände hätte. Mhm. Und ich bin noch immer bei Weitem nicht so geschickt wie mein Vater. Also diese Generation, die hat schon nur mal meine Elterngeneration hat schon nur mal ein viel universelleres
ihr Arbeitsleben kommt. Aber es gab doch bestimmt auch schon in deinem Leben, oder erinnerst du noch, eine Situation der körperlichen Hilflosigkeit auch? Das muss ja jetzt bei weitem kein Rollstuhl sein, das kann ein Gipshaxen oder eine kleine gebrochene Zehe oder ich weiß nicht was sein. Also eine körperliche Hilflosigkeit jetzt abseits der Situation als Säugling, wo man sozusagen total auf die Hilfe der Mutter oder der Eltern angewiesen ist. Kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern. An vice versa schon. Meine Mutter ist nach einem schweren Autounfall, war sie eigentlich ja, vom zweiten Wirbel querschnittsgelähmt. Das heißt, musste auch beatmet werden. Also hat ausgeschaut, sie kommt von der eisernen Lunge nicht mehr weg und das war es jetzt. Hat dann mein Vater, der den Unfall auch hatte, der hat dann immer gesagt, wenn die Ärzte das gesagt haben, wie es um sie steht, hat gesagt, er akzeptiert das nicht, sie wird wieder. Und ich auch, habe mir immer gedacht, hey Papa, das musst du jetzt akzeptieren. Aber offensichtlich gibt es schon noch etwas, was wissenschaftlich nicht erfassbar ist, was Heilungsprozesse anbelangt und auch den inneren Willen eines Menschen, dass Dinge bewältigt werden können, die wirklich an ein Wunder grenzen oder auch ein Wunder sind. Und meine Mutter konnte wieder gehen, nicht sehr gut, und hat die meiste Zeit im Rollstuhl verbracht und wurde die letzten Jahre ihres Lebens einfach ja, von meinem Vater auf eine Aufopferung, auf eine Art und Weise gepflegt und umsorgt. Und das, soweit es möglich war, und wir zu Hause waren, waren wir heute dabei, aber eigentlich hat er es allein gemacht. Also ich hab's erlebt, wie das ist, wenn jemand, der eigentlich immer alles selber gecheckt hat, wie meine Mutter alles, das Kochen und Einkaufen und Umsorgen und Familie und dann plötzlich selber umsorgt werden muss, bis dort war, dass das annehmen hat können. Und sie hat bis zum Schluss immer mein Vater gesagt, was er genau tun muss, damit das Schnitzel so wird, wie sie es haben wollte. Und du hast den Unfall schon angesprochen, du warst 29 Jahre, als das Unglück passiert ist. Was ist denn damals genau passiert? Was erinnerst du überhaupt noch? Passiert ist da bei Holzbringungsarbeiten, ist beim Kippmast die Drucksäulbremse aufgegangen. Und dann hat es mit in Laufung, das ist der Teil, wo es auf und auf hat, wo Holz da hängt. Die Halswirbelsäule ist aufgekaut und auf den Kopf. Und da habe ich dann Rückenmarksverletzung erlitten, am 6.7. Halswirbel. Und bin nachher von da weg eigentlich lang leben können. Und ich bin da dann, haben sie meinen Hubschrauber auf Innsbruck geflogen. Und von Innsbruck dann auf Salzburg. Und von da bin ich nachher das Rehe noch nach Bad Herring gekommen. Wobei, die ersten 3 Monate ging es ja ums Überleben, muss man sagen. Das heißt, der erste Schritt dann, die Perspektive in den Rollstuhl zu kommen, war zunächst mal eine Verbesserung der Situation nach 3 Monaten Spital. Aber wie war dann der nächste Schritt? Als klar war, der Rollstuhl, der ist jetzt nicht ein vorübergehendes Hilfsmittel, sondern das ist ein bleibender Begleiter. Der Robert hat vorher dieses Vokabel annehmen gebraucht, was ja immer so ein sehr, sehr praktischer und doch auch sehr theoretischer Begriff ist. Was heißt das wirklich, annehmen, eine Situation? Damit leben, damit zurechtzukommen, nicht mehr zu verzweifeln, nicht mehr zu hadern. Wie war das bei dir? Bei mir war das nur von mir so, da habe ich im Bad Herring Leute getroffen, die gesagt haben, ja, sie sind 2 Jahre in den Ruhestall oder 5 Jahre in den Ruhestall. Und habe immer für mich gedacht, was tut auf der 2 Jahre in den Ruhestall? Das war für mich eine Zeitspanne, die ist unvorstellbar geworden, dass ein Mensch 2 Jahre im Ruhestall sitzen kann. Und unten hast, hat sich das einfach so ergeben, dass die Fürst das Kind nicht mehr fortbewegen müsste. Was tust du nachher? Kirchen kannst du auch nicht. Und da ist mir nichts mehr überblieben als der Rollstuhl. Danach ist das eigentlich mein Fortbewegungsmittel geworden. Und mit der Zeit und durch die Aufgabe, eben, was nicht daheim gekommen ist, durch die Landwirtschaft, habe ich gelernt, eigentlich, dass ich das akzeptieren muss. Es bleibt mir nichts über. Entweder ich da irgendwie weiter da und vor meinem Rollstuhl oder ich kann es vergessen. Und jetzt ist es ja so, dass wenn ich in der Früh aufstehe, dass ich gar nicht aufdenke, dass ich die Füße dann gehen nicht mehr kann. Da ist der Rollstuhl einfach der Ersatz für meine Füße, haben, der gehört zu mir. Wenn du träumst, träumst du dich im Rollstuhl sitzend oder träumst du dich gehend? Gehend eigentlich, witzigerweise. Aber es ist
Was bei mir gewesen ist, nach dem Unfall, wie ich noch intensiv gelegen bin und so, da war ich dran von, dann habe ich dran, ich gehe heim. Und dann war ich weil munter geworden und war weggegast. Und dann bin ich Bett gelegen und ist nichts gegangen. Das ist für mich, das ist eine Verzweiflung gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss heim und geht nichts. Du liegst da und dann schaust du auf deine Füße und die fallen nicht mehr. Das war aber nichts mehr gewesen. Hubert, du hast ein äußerst erfolgreiches Jahr hinter dir, gönnst dir im Moment oder verordnest dir, muss man vielmehr sagen, eine kreative Auszeit, um auch dich wieder neu inspirieren zu lassen für die nächsten Projekte und machst da heute eine ganz kurze Ausnahme aus Respekt vor der Marianne Hengel, der Initiatorin vom Gipfelsieg, aus Respekt vor Menschen wie dem Bruno Lemberger, aus Respekt vor Menschen wie deiner Mama, die diese Situation kennt und die du in der Familie kennengelernt hast. Was nimmst du aus solchen Begegnungen mit? Ja, viel Mut und Lebenswille, Lebensfreude. Also ich kenne einen Haufen Leute, denen nicht viel fehlt, aber die fürchterlich jammern. Und irgendwann hat man dann wirklich so das Gefühl, ja, das sind alles Riesenprobleme. Und wenn du Menschen triffst, also die wirklich einen unglaublichen Kraftakt hinter sich haben, das ist etwas, was einem Mut macht. Die Sendung heißt Gipfelsieg und wenn wir einen solchen heute feiern wollen, dann müssen wir uns einmal auf den Weg machen. Ja? Also über die Mühen der Ebene hinauf auf den Berg gehen. Auf dem Berg geht man ja auch, um die Perspektive zu wechseln. Ja, man geht rauf, man sieht einen anderen Blick, man sieht anderes. Mhm. Man schaut von oben hinunter auf die Welt, was vorher ganz groß war, das wird plötzlich ganz klein. Man hat einen Überblick, man sieht andere Berge, wie hier heute wunderbar runter von der Schmittenhöhe. Man hat einen Ausblick, man hat eine andere Idee. Wann gehst du auf die Berge und in welcher Weise hilft es dir? Also ich bevorzuge den Ausdruck, in die Berge zu gehen. Mhm. Ich mag es, in die Berge zu gehen, weil das ein nicht urbanisierter, einfach ein Naturraum ist. Das mag ich an den Bergen. Mhm. Da kommt man nicht dauernd auf eine asphaltierte Straße oder an einem Kiosk vorbei. Wie du gesagt hast, die Perspektive, wenn man dann am Gipfel oben ist und oben schaut, ist schon toll. Aber ich finde den Gipfel jetzt nicht so als das Wichtigste vom Berg. Mhm. Ich mag auch gern diese, ich mag es nicht auf Faden zu gehen. Also wenn ich in die Berg gehe, dann gehe ich irgendwo und denke mir da um mich und dann wie ich anstehe bei irgendwo bei einem Wandel und denke mir, ja, da vielleicht soll ich links vorbei oder und kommst in einen Graben rein und wow, wie komme ich da wieder aus? Das mag ich eigentlich. Also zum Beispiel Schwammerl suchen ist optimal, weil dann hat man nur einen Auftrag auch, weil wenn du jetzt nur so dahin latscht und sagst links oder rechts oder geradeaus, es ist gar nicht so leicht. Aber wenn du denkst, da hinten konnten es endlich sein, die Schwammerl. Dann hat man da, ja, hat man einen Grund auch noch, dass man links oder rechts geht. Aber ich bin gern in den Bergen. Auf den Bergen ist man zu viel los. Am Gipfel ist man zu viel los. Du hast vor einem Jahr Doppelplatin bekommen für Entweder und Oder und hast den Erfolg dieser CD nicht etwa in der Ebene, sondern am Berg gefeiert mit einer Wanderung auf den Dachstein. Ist das auch als Bild gut, den Erfolg am Gipfel zu feiern oder am Weg hinauf? Ja, also da gibt es mehrere Motivationen, warum man sowas macht. Und eine davon ist, dass da die Gruppe kleiner wird. Wenn du sagst, wir gehen auf einen 3000er und wir müssen über einen Gletscher drüber und wir müssen uns anseilen, dann gibt es schon mal einen Haufen, die sagen, na, danke für die Einladung, muss ich nicht dabei sein. Freue mich über jeden, der nicht dabei ist bei solchen Sachen, weil ich finde, eine Doppelplatin oder eine Auszeichnungsfeier sollte eigentlich was für uns sein, die wir ausgezeichnet werden und die wir das geschafft haben. Und darum, wenn wir doch auf den Berg gehen, da sind wir wirklich eine kleine, feine, intime Truppe, das waren wir dann auch. Und es ist für einen
für das Gruppengefühl toll, etwas gemeinsam zu schaffen. Das war ja jetzt, es ist jetzt keine extreme Geschichte gewesen, wir waren alle gesichert, aber du gehst schon, du kletterst schon durch eine Nordwand, Schnee verblasen und im Gletscher musst du aufpassen, dass keiner in den Spalten reinfällt. Also das bringt so eine Spannung und lenkt nicht ab, aber es macht die Platinen, die Auszeichnung nicht so wichtig, sondern man merkt einfach, das Wichtige ist, dass wir das miteinander machen. Bonne, wir haben gerade vom Perspektivwechsel, von der Veränderung des Blickwinkels gesprochen, wenn man am Berg geht. Dieser Perspektivwechsel hat sich bei dir nach dem Unfall, seit du im Rollstuhl sitzt, automatisch ergeben. Du bist sozusagen eine Etage tiefer. Das heißt, wenn du heute in den Stall rollst, dann bist du mit den Kühen auf Augenhöhe. Wie war der Blick, dieser Perspektivwechsel für dich, wenn du seit du im Rollstuhl sitzt? Das war für mich relativ schwierig. Einfach der Übergang, zuerst magst du es sehen, jetzt magst du ihn. Ihr habt eine große Landwirtschaft, 28 Hektar Bergbauernhof. War es je eine Idee, das zu beenden oder gar wegzugeben nach dem Unfall für dich? Am Anfang wäre es richtig schlecht gewesen, nach dem Unfall, wenn dann die Lungenentzündungen dazugekommen sind, wo einfach gar nichts mehr gegangen ist, auch das Sprechen nicht mehr. Und auch nicht einmal mehr die Buchstaben darf ich mich bedienen, komme mit den Fingern. Da ist für mich mal der Gedanke gewesen, was tue ich jetzt? Komme ich da jemals raus, überlebe ich das überhaupt? Kann ich nochmal sprechen? Und was ist, wenn ich heimkomme? Wer dort ist? Für mich ist das so weit weg gewesen, dass ich jemals, dass ich zurückschaffe, einen Rollstuhl oder überhaupt einen Rollstuhl schaffe, oder dass ich einfach die Kraft wiederfinde. Das ist, ja, das sind Momente, das sind einfach Zeiten gewesen, da musst du drehreifen. Und wahrscheinlich, wenn es braucht, jetzt hätte ich einen Rollstuhl gar nicht tun mehr können. Wie schaut die Arbeit am Bergbauernhof jetzt ganz praktisch aus? Was musste auch alles verändert und umgebaut werden dafür, dass es überhaupt möglich ist, dass du mit dem Rollstuhl eine Landwirtschaft überhaupt bewirtschaftest? Ja, wir haben, also wenn ein Herrenkran am Umfang funktioniert, der geht jetzt mit Funkfernsteuerung, den kurz bedienen. Maschinell habe ich aufgerüstet, dass sie so mit dem Mittag-Kalifon da kurz mal an umkehren, so ein, die leichten Arbeiten neu machen, Schneeraum im Winter, so Viecher nachschauen. Und der Stall ist Gott sei Dank, wenn wir jetzt in 96 gebaut haben, was ich das von Gefühl aus so schön gehabt hätte, haben wir eigentlich schon so gemacht gehabt. Und jetzt denke ich mal jede Baulichkeit, wo ich weitsichtig bin, bedankbar. Bruno, du warst 29, als der Unfall passiert ist. Seither sitzt du im Rollstuhl mit 29 als junger Mann. Da gibt es ja viele Dinge, wo man sagt, das mache ich mal später dann im Leben. Bist du gereist im Rollstuhl? Hast du ferne Länder kennengelernt? Ist das für dich ein Ziel gewesen oder ist es das heute noch? Das Reisen ist eigentlich nie so mein großes Ziel gewesen, sage ich mal. Ich bin dann schon wie ein Rollstuhl gewesen, wir sind in Italien gewesen. Und da sind wir Mittwoch heimgefahren und Samstag da habe ich gesagt, okay, ich fahre heim. Der Mitfahrer will auf mir noch mitfahren, die anderen müssen mit dem Zug fahren. Das ist mir, da sind wir liegen auch noch gewesen, am Meer, jeder hat sich gesperrt, voll gut und schwimmen. Und dann haben sie mich da wieder rausgeschleppt mit der Luftmatratze. Dann bin ich wieder rein und dann wieder raus. Und dann habe ich gedacht, bitte, deppert. Da lasse ich mich immer dumm schleppen, Sonne verbrennt bei, Haufen Kosten dort und darum tut es mir gar nicht. Und dann bin ich heim, sind sie alle mitgefahren, weil den Zug hat es mit dem Zug haben sie auch nicht wollen. Und dann bin ich bei uns mit dem Führer da rausgekommen, kommst du raus und dann siehst du wieder heim und dann nächste steige ich aus und gebe den Bohnen rein. So eine Freude. Einfach endlich daheim und Scheiße, Italien hätte ich bald gesagt. Und einfach wieder daheim sein. Einfach das Gefühl, die bekannte Umgebung, ich bin so lange weg gewesen, wenn ich da in Bad Hering gewesen bin, bei den Krankenhäusern gewesen bin. Ich das Bedürfnis nicht gehabt. Das Einzige, was mich nennt, wo ich noch einige Male gefahren bin, das ist noch ein Wohlforsten nach Medjugorje. Das ist eine Marienerscheinungsort. Und das ist für mich gewesen, da habe ich richtig Kraft gedankt. Da bin ich sogar 5 Tage geblieben. Fern der Heimat, in Medjugorje. Fern der Heimat. Bist vorher gereist, so aus Sachen gemacht, wo du das
was dir taugt hat, dass du dort bist oder dass du da hingekommen bist? Nein, ich habe das Bedürfnis gehabt. Mhm. Mir hat irgendwo, ich relativ einen großen, guten Freundeskreis gehabt. Mhm. Wir haben uns daheim sehr gut amüsiert, wir haben gar nicht das Bedürfnis gehabt, ich besonders zuschauen. Mhm. Ich war eigentlich gar nicht auf die Idee gekommen. Und mir ist aber so gegangen, da haben meine Ziele gehabt, die ich für mich verwirklichen möchte. Mhm. Und da hat mir auch was Glück geholt. Weil man denkt, und jetzt da hinfahren mit dem Glück, da haben wir schon was machen. Ja. Weißt du, das ist ein bisschen so ein verklemmter Idealist. Ja, nein, ich habe einmal Afrikaner aus Tansania, Musikerinnen und Musiker, das waren 12 Leute, nach Europa geholt und die haben in Gosen auch ein Konzert gespielt. Und dann dort da über Nacht und dann haben sie halt schon ein bisschen geschaut, dass da auch ein Bauernhof gibt. Und haben gesagt, nein, weil selber alle Bauern waren, haben sie gesagt, und alle Kühe daheim, sie würden sich gerne einen Bauernhof anschauen. Und dann haben wir das arrangiert, sind wir zum Hümmelbauer gefahren, ganz schön gelegen, ganz oben über den Tal. Und der Hümmelbauer war auch sehr stolz mit seiner Frau, dass da so weit kommen und sich seinen Bauern für seinen Bauernhof interessieren. Und dann hat der Häuptling, sage ich jetzt einmal, so das Gefühl gehabt, der muss jetzt einen Anspruch halten, da weil es so lässig ist. Dann sind wir da in der Wiesn gestanden und in sehr blumiger Sprache. Er hat Kiswahili geredet, einer hat es von Kiswahili auf Englisch übersetzt, und er hat es von Englisch aufs Deutsche übersetzt. Das hat irgendwie ein bisschen gedauert. Ein bisschen stille Post. Ja, genau. Und übersetzt so. Und wir sind nicht wie die Berge, wir sind nicht wie die Bäume, wir sind Menschen, wir können uns bewegen, aufeinander zugehen und ein irrsinnig schönes Bild beschworen von Begegnung und so. Und ja, ist übersetzt und dann hat er gesagt, und ich lade euch ein, dass ihr eines Tages nach Afrika kommt und uns besucht und unsere Kühe anschaut und so. Und ich hab den Satz noch nicht halb übersetzt gehabt, hat der Bauer schon gewusst, wo es jetzt kommt und hat gleich gesagt, nein, kannst du ihnen gleich sagen, wir haben nicht das umeinanderrasende. Also ich hab das dann nicht so direkt übersetzt, ich hab dann gesagt, nein, wahrscheinlich nicht. Aber das ist... Der war auch so mit dem Boden verbunden, dass es vor allem undenkbar war, dass er sich da jetzt in einem Flugzeug sitzt und einen Monat lang weg ist, was er nachher gesagt hat, die auskommenden Kühe da unten ausschaut. Also Heimat verbunden, mit dem Boden verbunden, wie es du gerade so schön vom Hümmelbauer und der Bruno vorher schon von seiner Urlaubserfahrung erzählt hast. Wie sehr mit den Bergen verbunden? Wie sehr haben dich die Berge geprägt, schon als Kind, als Jugendlicher? Sag ich mal, eigentlich daheim war ich bei der Arbeit involviert gewesen. Eigentlich schon, weil auch mitreming mit Arbeiten ist sowieso selbstverständlich mit ihnen so nicht. Dass auch die Kinder schon mitgearbeitet haben. Weil Mechanisierung ist zu der Zeit noch nicht so ausgeprägt gewesen, als wir jetzt. Mhm. Und es ist eigentlich auch relativ, hat sich das früh ausentwickelt, dass ich mal im Betrieb übernehmen will. Und somit ist für mich das sowieso klar gewesen, dass das. Das sieht dann nicht nur dumm aus oder nach Afrika vor Kühe schauen, sondern das sieht, was ich daheim mache. Und für mich ist das einfach gewesen, wenn du den Betrieb übernehmen kannst von den Eltern und die haben vorher schon übernommen. Das ist ja nicht, dass ich ein Auto kaufe und weiterschleide, sondern etwas, was du mit weitergeben willst. Etwas, was du verbessern willst, was du einfach Grund und Boden weiterentwickeln willst, Gebäude, was du einfach einen Stolz hast drauf. Und da musst du mit Herz dabei sein. Siehst du, bist du falsch am Platz. Aber bis nach Medjugorje hast du es geschafft, hast du gerade gesagt, am Platz der Marienerscheinung. Und das sagt ja auch viel über dich aus, über deinen Glaubensweg aus. Denn neben der Familie ist dein Glaube eine ganz starke Stütze. Ist das nach dem Unfall noch viel stärker geworden, noch stärker gewachsen? Es ist eigentlich durch den Unfall wieder zurückgekommen. Mhm. Bin's daheim, ist eigentlich der Glauben hat schon eine Rolle gespielt. Und dann wird ein Unfall gehabt und dann denkst du, okay, jetzt... Das brauche ich jetzt mal im Betten, weil das muss ja eh funktionieren. Wenn ich da so dahin bett und die alle möglichen Heiligen umbett und ich merke, wie der geschaut hat, eben tut es auch nichts. Ich merke, da war ich jetzt, sehe ich da nicht an. Dann hat es mir schon geärgert. Nachher ist es wieder einmal lassen, weil ich merke, jetzt hat er mich vergessen. Mhm. Und dann habe ich bei einer Hochzeit von meinen Trauzeugen eine Frau kennengelernt und die ist sehr tief im Glauben gestanden. Und ich bin dann total eigentlich für den Glauben wieder so begeistert und mitgenommen, dass ich es richtig entdeckt habe, dass schon was da ist. Und da sollte ich mal sagen, es gibt mir viel Kraft. Mhm.
Du hast dich aber nicht nur für den Glauben begeistert, sondern auch für diese Frau begeistert? Nein, das ist nicht so, was ich verraten. Also das ist nicht so, wie du geheiratet hast. Ich habe jetzt geglaubt, das ist deine. Aber deine Frau hast du doch auch bei der Hochzeit kennengelernt. Ja, das ist nachher. Ah, nachher wieder. Also du lernst bei jeder Hochzeit wen kennen. Kann man das so ja, sagen? Ja, zurück gehen wir auf eine Hochzeit. Du hast deine Frau auch bei einer Hochzeit kennengelernt, bist heute verheiratet und sie hat dich kennengelernt, da saßt du schon im Rollstuhl. Ja. Ist das ein besonders stärkendes Gefühl zu wissen, mein Partner, der hat mich kennen und lieben gelernt, so wie ich jetzt bin, der meint wirklich mich? Ich sage einmal, wenn du seit noch gehen kannst und das lernt der Werk kennen, dann hast du irgendwo Maske auf oder kannst du aufhaben. Als Rollstuhl oder brauchst du nicht verstecken. Weil das ist offensichtlich, dass da irgendwas nicht passt. Und wenn den anderen so einen Mensch kennenlernt, es hat ganz einen anderen Stellenwert, als wir uns gekommen sind, sage ich mal. Weil es einfach, der sich da hat, der Mensch hat was erlebt, der hat ein Handicap und der muss was haben, weil den mag ich trotzdem. Mhm. Ihr habt gemeinsam einen vierjährigen Sohn? Was gibst du ihm so mit an Werten, die für dich vielleicht sich auch verändert haben im Laufe deines Lebens? Wie geht er auch mit deinem Handicap um? Der wächst mit ihm auf. Und der findet es voll geil, wenn wir eine Allsteuerrinne machen. Aber der kriegt gerne einen und der ist relativ gut. Und Werte, sage ich einmal, dass nicht alles selbstverständlich ist. Und was mir wichtig ist, dass einfach auch andere Leute schätzen lernt. Sie sind mehr gesehen, das ist eine halbe Sekunde. Und du bist von vorher ein Rollstuhlfahrer, weißt du. Und du kannst nichts machen. Und du kommst dann nicht mehr zurück, höchstwahrscheinlich halt nicht. Und Gesundheit ist nicht selbstverständlich. Mhm. Wie haben sich denn sonst jetzt deine Familie, haben wir jetzt ein kleines bisschen kennengelernt, sonst zwischenmenschliche Beziehungen verändert? Behinderung liegt ja ganz oft auch im Blick der anderen. Wie waren denn die Blicke, die du in der ersten Zeit im Rollstuhl empfangen hast? Ja, das ist nicht so tragisch geworden. Da haben sie mich nicht gesehen. Da haben sie nur einen Rollstuhl angeschaut. Da kommst du daher und sagst, da kommt ein Rollstuhl. Und dann sind sie alle schockiert. Aber es sind ganz lustige Erlebnisse auch gewesen. Weil da, wie mit da sind unterwegs, dann kommt eine Frau daher und schüttelt mir die Hand, da gibt mir einen 20er. Und ich sage, 20er? Ich meine, ich dachte so, noch 5, wie kann man das überhaupt? Eine nette Schicht gehabt. Und das sind dann so Erlebnisse, wo du denkst, ja, die wissen, dass mit denen nicht umzugehen. Und das ist ja der Ort, dass sie sagen, dass der Baumst oder keine Ahnung, wie man das noch nennt. Das ist halt, ja, man kann sich auch über das ein bisschen amüsieren. Mhm. Hubert, warum glaubst du, worin liegt unser Handicap, mit Menschen mit einer Behinderung selbstverständlich umzugehen? Also für viele, vielleicht für dich nicht, aber du beobachtest ja auch. Vielleicht ist es die Angst, dass man das selber sein könnte oder eines Tages sein kann und man will gar nicht daran denken, was alles passieren kann. Und ist vielleicht eine Erklärung. Also es ist die Auseinandersetzung. Die zwingende Auseinandersetzung mit der eigenen Verletzlichkeit, mit der eigenen Endlichkeit letztendlich. Ja, mit der prekären Situation, die das Leben einfach darstellt. Du, im selben Maße, wie du Hilfe annimmst, Bono, gibst du auch Hilfe anderen. Du bist ehrenamtlich tätig in deiner Rolle im Pfarrgemeinderat und du hast auch ehrenamtlich eine Ausbildung zum Sterbebegleiter gemacht. Warum? Der Sterbebegleiter, da hat es eigentlich aus einer Situation aus entwickelt, wo ich Menschen offen habe, was ich sehr geschätzt habe. Und da bin ich im Auto gesetzt, da war ich schon im Rollstuhl. Und der steht bei mir beim Auto und mir rennt so einen Lund raus und sagt, ich habe Krebs. Dann dachte ich, hä? Der hat das so einfach im Gespräch so eingebunden. Und dann haben wir weitergeht zu der Tagesordnung normal. Und dann dachte ich, Krebs, oh leck. Und dann habe ich sehr eilig gehabt auf einmal. Weil einfach mit der ganzen Hilflosigkeit, mit der Situation, bin ich überfordert gewesen. Weil was sagst du so einem Menschen jetzt? Weißt du, wenn ich mir heute weh tue oder was, dann picke ein Pflaster laufen, aber da kannst du nicht sagen, das wirst du schon werden oder nicht. Das kannst du so nicht anschätzen. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt, nach einiger Zeit habe ich mir gedacht, die Hilflosigkeit, das gebe ich mir jetzt nicht mehr. Und da habe ich dann eine Ausbildung gemacht zum
ehrenamtlichen so Hausbesuche und so, Kranken- und Hausbesuche. Und dann habe ich das gemacht und ich dachte, das ist aber nicht das, was ich will. Das ist mir ein gutes Wink. Mhm. Weil da nicht gleich hingehen und so einen Krankenweg aufsuchen, das ist jetzt aber nicht das, was ich auch decken will. Und dort sind dann eigentlich im Wirgelasten von Hospiz aus die Ausbildung auf, wo man die Trauer- und Sterbebegleitung machen mag. Das sind noch vier so Blick gewesen und das habe ich nachher gemacht. Und da haben wir dann eigentlich von Hospiz in Zell am See, haben sie dann die Leute geschaut, dass wieder mit dem Wischen. Und da bin ich dann dazugegangen und da betreue ich jetzt so Menschen. Mhm. Glaubst du, dass du durch deine Behinderung und vor allem durch den Unfall auch eine besondere oder eine andere Beziehung zum Tod, zum Sterben hast und dass es für Menschen in dieser Situation vielleicht, ich sag's mal, fast angenehm ist, jemanden vis-à-vis zu haben, der ganz offensichtlich eine Schwäche hat? Ich denke, dass die Leute, wenn ich da mit dem Rollstuhl komme, das ganz anders sehen. Also wenn da wer kommt, die noch eigentlich nichts gefühlt. Mhm. Weil die sehen, aha, der hat auch ein Schicksal gehabt, da hat es auch was. Und die Ebene beim Erstgespräch ist schon mal anders. Obwohl es die Leute, die beim Hospiz arbeiten, sind, die sind ja geschult, das sind die Profis. Die sind nicht irgendwas Amateure oder was. Man hat da schon ein Niveau, auf dem was man da mit den Menschen kommuniziert. Mhm. Skifahren und in die Berge gehen. Mhm. Noch ist Schnee draußen, es ist ja noch Skisaison, aber es riecht schon nach Frühling, oder? Wie ist der Frühling in den Bergen? Ja, ich mag ihn. Also lange Zeit war ich am liebsten, hätte ich 12 Monate Winter gehabt. Als Kind, wobei 6 Monate davon waren eh Winter in Gulsern. Und jetzt mit der Klimaerwärmung habe ich mich auch innerlich umstellen müssen. Und jetzt bin ich so weit, dass ich alle Jahreszeiten mag. Und das ist das Großartige überhaupt bei uns, dieses Erleben des Wandels der Jahreszeiten, der Frühling mit seinen Schmelzbächen und alles gluckert und alles fängt an zum Treiben und zum Blieren. Am schönsten finde ich immer die Zeit, wo der Schnee auf die Berg liegt und die Barmer voller weißer Blier sind und die Löwenzahn die Wiesen gelb färben, vorher die Schlüsselblumen. Also und inzwischen mag ich sogar den Sommer, wenn es heiß ist. Haben mich aber die meisten meiner Freunde einfach auch dazu gebracht, weil die meisten in meinem Umfeld, die sudern über den Winter und wann ist er endlich vorbei? Und ich, na, bitte halt noch ein bisschen und hoffentlich, wenn ich zurückkomme aus Amerika, geht es noch zum Skifahren. Ja, es geht noch. Also ich hoffe, nur ein paar Mal die Ski anzuschnallen. Aber ich habe dann nichts dagegen, wenn es grün wird und gelb wird und zu blühen beginnt. Bruno, welche Herausforderungen bringt der Frühling am Bergbahnhof? Was ist zum Tun? Ja, der Kreislauf der Natur setzt sich wieder fort. Wie der Hubert sagt, der Winter hat was, der Sommer hat was, Frühjahr hat was. Und immer geht die Jahreszeit, weil es einfach Zins dazu gehört. Mhm. Im Winter kann sich der Natur wieder erholen, Frühjahr, alles wächst, alles erwacht. Man kennt seinen Stall, die Viecher fangen ganz anders an. Das taugt ja jeden. Das ist einfach, wenn dann die Plattel kommen und der Löwen sind, das hat einfach was. Da, ich finde ja die ganzen Leute wundern, wie heute so ein Tag und die Sonne. Sonnenausgang im Bett ist ganz anders. Mhm. Wir haben über viele Parallelen zwischen Bergmomenten, Bergeindrücken, Bergerlebnissen und Lebenswegen jetzt gesprochen und auch in eurem Leben gehört. Wenn man dann oben steht am Gipfel, wenn man ihn erreicht hat, dann genießt man den Ausblick, dann weiß man aber auch, dass es wieder runtergeht ins Tal. Wie wichtig ist das? Ja, es ist schön. Ich bin jetzt schon länger nicht mehr, aber früher oft ganz lange aufgegangen, auch im Winter und mit Biwaksack und habe mich dann einfach eingerollt in meinen Schlafsack. Und immer, wenn ich das gemacht habe, dann bin ich da oben in der Köden gewesen, in der Anschicht und habe runtergeschaut auf die Lichter und dachte, du Trottel, da unten hättest du das so lässig und bequem. Stattdessen musst du den Film geben, da, dass du allein auf den Berg gehst und
diese Einsamkeit und die Stille und den Grusel vielleicht auch gespürst. Ich habe es nie bereut, aber ich habe mich immer gefreut, wenn ich den Abi gekommen bin. Mhm. Es ist nicht so, dass ich den Gipfel wehmütig verlasse, sondern das ist, ich freue mich, wenn ich aufgekommen bin und oben bin und oder oben war, aber ich freue mich auch aufs Abi gehen. Mhm. Bruno, du wolltest den Hubert auch noch was fragen. Ja, wer jetzt den Text zu den Lehrern ist, bringt er dort gut. Ja, weil das eigentlich, wie ich das erste Mal gehörst, da hat es mich glatt ein bisschen beidelt, weil der Text in der Landwirtschaft sehr zutrifft. Wenn man da den Text so los wie Harzen, dann mal Harzen und die Ressourcen werden verharzt und auf der anderen Seite der Hunger und die Leute und können sich das Essen fast nicht leisten, da denke ich immer, ist auch wie tragisch. Ja, es ist ungeheuerlich. Es ist ungeheuerlich und ich habe es lang nicht geglaubt. Also das weiß man jetzt schon seit 10 Jahren oder sowas, wenn nicht sogar schon länger, dass Lebensmittel verharzt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendwann war halt, hat sich das so aufgestaut, dass das dann rausgekommen ist beim Komponieren und beim Liedtexten. Und ich habe mir dann geschaut, wie es fertig war. Ja, das konnte ein Hit sein, aber knapp daneben. Und das haben wir dann alle gesagt, also ist der Text viel zu anspruchsvoll, also das ist, geht nicht. Und die ersten Kritiken waren dann auch dahingehend, also aus Deutschland kommend, sozialkritische Texte waren einmal in die 70er Jahre, aber das will kein Mensch mehr hören. Und es hat mich dann aber schon gerissen, wie ich gesehen habe, also wie das bei alle Leuten einfährt und wie sehr sich die Leute aus der Seele gesprochen fühlen. Aber das sind ja keine neuen Erkenntnisse. Das, was ich in dem Lied besinge, das wissen die meisten Leute seit 10 Jahren, nicht nur ich. Und es ist mir halt dann gelungen, das auf Art und Weise zum Ausdruck zu bringen, die Gruft, wie die Sau. Und es ist, obwohl es ja so ein kritischer Text ist, ist es aber nicht so ein, es ist so trüb, es ist so dunkel, es ist so schlecht, sondern es ist eigentlich die Beschreibung einer geschissenen Situation und die Möglichkeit, es wegzutanzen. Bruno, du hast jetzt die Möglichkeit gehabt, in diesem Gespräch den Hubert von Geusern ein bisschen kennenzulernen. Was beeindruckt dich an ihm? Dass er mit den Füßen am Leben steht. Mhm. Und dass er nicht ist wie andere, dass er alles durchboxen will, dass er eigentlich sagt, niemals Auszeit. Ich brauche jetzt Zeit für mich. Und wenn ich neue Ideen habe, und da hat er ja sicher viel, und dann verwirklicht er dir, was er sagt, okay, der bringe ich auch durch. Mhm. Und das ist einfach so ein Mensch, das bin Hubert, jetzt ist er 60 Jahre geworden und bringt seine Hitze wieder raus. Finde ich viel klasse. Hubert, du hast den Bergbauer im Rollstuhl, den Bruno Lemberger, jetzt ein kleines bisschen kennengelernt. Auch an dich die Frage, was beeindruckt dich an ihm? Ja, wenn ich das jetzt so sagen darf, dasselbe, was du zu mir gesagt hast, kannst du dir auch sagen, obwohl du im Rollstuhl sitzt, du stehst mit deinen Füßen im Leben. Und das ist in der Situation, in der du bist, ist das einfach eine unglaubliche Motivation für mich und für einen Haufen Leute, dass du nicht sagst, boah, jetzt geht's gar nicht mehr, sondern schaust, was geht und das, was geht, tust auf eine Art und Weise, das inspiriert. Und nur einmal kommen und mir deinen Hof anschauen. Ja, was sind wir auf dem Weg, bis kommst du her? Jetzt bin ich eingegangen. Ich bedanke mich bei euch beiden sehr herzlich. Dankeschön, Bruno Lemberger. Dankeschön, Hubert von Geusern. Es ist finster geworden, es ist dämmerig geworden hier in den Bergen. Dankeschön der Schmittenhöhe, dass wir zu Gast sein durften für diesen Gipfelsieg. Bedanke mich für Ihr Interesse an unserer Sendung. Auf Wiedersehen, einen schönen Tag noch. Danke.